Mal schnell einrichten. Jetzt gehen wir hier mal schnell aufs Null. Nein, da nicht, aber da. Da kannst du übrigens einstellen, dass sie. Oh ja, schau mal die. Jetzt ist es nicht schlecht. Da kannst du übrigens einstellen, wie sie reagiert. Ja. Jetzt, wenn für das Licht nicht gut ist, das Eis ist mir besser. Das musst du mal schnell ausprobieren. Da ist genau dasselbe. Das ist Bremse. Da tust du den blockieren und da tust du den blockieren. Also wenn du zum Beispiel sagst, du tust ihn irgendwo hin in der Pause, wenn du ihn irgendwo hin tust, dann kannst du ihn ohne weiteres blockieren. Ja. Mo? Hast du nichts falsch gemacht? Gut. Jetzt kommst du in der Pause. Ja. Danke. Thank you.
aufs Hip-Hop los oder? Thank you.
genau, oder? Nein. Doch. Ich bin da mal das ist Wasser. Können wir das? Dann fliegt die da nicht rein. Ja, das sind wir immer von der Zone machen, wir haben das Schild zur Mego. Ja.
Bla bla bla. Du hörst du schon? Bis. Frech. Hörst du bis? Oder warte, sind wir schon? Hörst du mich? Hörst du mich? Jetzt tönt es besser, ja. Jetzt tönt es so, wie es mal tönen. Saubi!
Test, test. Test, test. Ich melde mich da durch den Livestream. Test.
Ein wunderschöner guten Abend, liebe Hockey-Freunde und Fans vom HC Thurgau, da zum allerersten Spiel im Livestream von der Saison 23/24. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Isler. Ich werde das Spiel heute Abend für euch zuhause kommentieren. Das erste Mal wieder nach der doch sehr, sehr langen Sommerpause. Der eine oder andere plangt ja wirklich wieder darauf, dass es wieder losgeht mit dem HC Thurgau, dass es wieder losgeht mit gutem Hockey made in Thurgau, made in der Ostschweiz. Und da darf natürlich auch der Livestream nicht fehlen, wo man wie schon gesagt, wo die Saison jetzt erstmal angeschmissen worden ist. Darum auch die ein oder andere technische Panne wird es wahrscheinlich schon mal geben. Also da schon mal vorne weg. Wie gesagt, müssen da auch alle zuerst wieder ein bisschen reinkommen. Das Ganze ist aber nur halb so schlimm, weil wir haben noch einen ganzen Monat, bis es losgeht am 15. September, nämlich heute haben wir 15. August, geht es los mit der neuen Swiss League Saison 23/24. Zuerst aber heute Abend das Testspiel Nummer 2 für den HC Thurgau gegen einen alten Bekannten, gegen den EHC Kloten. Ja, der HC Thurgau natürlich mit der ein oder anderen personellen Veränderung auf die neue Saison an. Es hat Abgänge gegeben, vor allem gerade bei den Ausländern. Aber man hat natürlich sich natürlich auch umgeschaut und hat auch entsprechend neue Leute können holen. Man hat sich da können verstärken. Wenn man da anschaut, wer heute Abend auf Seite vom HC Thurgau auf dem Eis steht, haben wir
Im Goal ein als bekanntes Gesicht, Luis Janet, Nummer 35, wo da wird der Kasten super heben gegen Kloten im bestmöglichen Fall. Da aber schon ein erster Schuss vor der Flughafenstädter. Wo da gerade schon mal gut Druck machen in den ersten Minuten. Und da Luis Janet wird es als erstes Mal gerade schon gefordert. Kloten, wo sich da jetzt in der Zone von der Thurgauer kann festsetzen. Schönes Bässchen ins Slot rein. Kloten probiert es da nochmal abgeht, die Scheibe läuft da gut. Janet wird als erstes Mal gefordert. Und da der Johnny Heng an der Scheibe, Nummer 10, er natürlich als bekanntes Gesicht bei der Thurgauer, probiert es da auch ganz probiert ums Goal rum. Er, der ja da in dieser Hammer-Saison vor ein paar Jahren Unglaubliches angebracht hat mit dem HC Thurgau zusammen, dann natürlich zu Kloten gegangen, aber das ist natürlich ein freundliches Wiedersehen da für den Johnny Heng. Auf jeden Fall, wo bin ich gesehen habe, im Goal Luis Janet, Loic Galli, Verstärkung, wo gekommen ist. Janet hat hier in dem Testspiel aber den Vorzug bekommen. Dann haben wir in der ersten Linie den Kevin Kühne, altbekannt zusammen mit dem Janet Hunter Garland als Offensive Center, er ja auch einer der neuen Ausländer, sowie der Sebastian Bengtsson, der zweite neue Ausländer, und der Dominik Hobi, der als Captain aufläuft, er ja als bekanntes Gesicht hier in der Güte. Dann in der zweiten Linie Alessandro Via, er ein Neuzugang Silvio Schmutz. Er war letzte Saison ja doch mal noch verletzt. Sie haben sogar eher mit ihm gerade oben mal zusammen zu kommentieren. Er war sehr amüsant mit dem Silvio. Er auf jeden Fall jetzt zurück in der zweiten Linie als Defense Right. Seht ihr den Nico Lehmann als Center in dieser Linie. Devin Steli auch ein altbekannter Name. Und der Jason Dubois mit dem 53. Dann in der dritten Linie Sebastiano Sorakepa. Auch er altbekanntes Gesicht hier, zusammen mit dem Ramon Schnetzer, Fabio Hollenstein, Andreas Töpfner und David Baumann. Die Linie, abgesehen vom Ramon Schnetzer, alles Thurgauer, die auch schon in der letzten Saison beim HCT gespielt haben. Sus ebenfalls noch mit dabei, Luca Deussen, ebenfalls neue Frédéric Joliet, Kevin Nicole, Raphael Mayer und der Kevin Etter. Markus Ackerblom, Head Coach, er auch in dieser neuen Saison mit dabei an der Bande vom HC Thurgau. Und wie vorhin schon erwähnt, es ist schon das zweite Testspiel. Das letzte Testspiel ist am vergangenen Freitag, zu Abend am 6 über die Bühne. Und da ist die Scheibe auch schon drin. Der HC Thurgau mit 1:0 in Führungsspieler Nummer 63, wenn es mich nicht täuscht, Jan Janet. Jawohl, wo der Schiebe hinter den Sandro zur Kirche bringt, zum 1:0 für den HC Thurgau. Starker Mass, kann man sagen. Erste gute Offensivaktion von den Thurgauern, die gerade ausgenutzt wird gegen den ERC Kloten, der da ein bisschen unsortiert war, hinten rein. Aber eben jetzt in diesen Testspielen ist es ja genau, darum macht man es ja, eben zum Testen, zum Ausprobieren. Und ist auch klar, dass da noch nicht auf voller Pace gespielt wird. Da aber Kloten, der da einen Vorstoß durch die Mitte macht und es probiert. Gian Janik, genau, Torschütz. Hunter Garland mit einem Assist. Er lässt sich da schon den ersten Punkt im Dress von der Thurgauer gut schreiben. Der HC Thurgau jetzt aber da zuerst mal mit Defensivarbeit beschäftigt. Beide aber die Scheibe in der eigenen Zone und kann wechseln. Der HC Thurgau auch neues Detail auf die neue Saison, neue Liebling. Von oben sehen sie einen Zacken dünkler aus als die letzte Saison. Aber man ist hier am grossen Leuenkopf auf der vorne, auf der Brust ist man hier treu geblieben. Und der HC Kloten in der Auswärtsliebling mit dem klassischen K-Schriftzug und dem Hockeystock mit den Flügeln. Dann natürlich. Und da schellt es auch gerade schon. Hier hat sich Kloten, der zum 1:1 ausgleicht. Losli Nummer 71 trifft da spektakulär, somit 1:1 nach rund 5 gespielten Minuten.
alles wieder auf Null, alles wieder ausgeglichen. Der HC Thurgau hat da die Führung genau wahrscheinlich eine halbe Minute heben. Das war schon ein bisschen länger gewesen, anderthalb Minuten etwa. Ja, ungefähr anderthalb Minuten. 1 Minute und 15 Sekunden. Auf jeden Fall hat sich Lotte reagiert da, geht ziemlich zügig. Spieler Nummer 71, Michael Losli, der da in die Masche trifft. Ja, nicht das erste Mal geschlagen heute Abend, aber ich glaube, es wird spannende und offene Schlagabtausch geben, wenn es da natürlich schon in dieser Art und Weise losgeht. Jetzt noch ein Loten, was probiert. Kommt aber da nicht ganz durch, der HC Thurgau probiert es da. Hohlestein überlässt da am Gegner. Genau, der HC Kloten, wenn wir da mal einen Blick zurück machen in die abgelaufene Saison 2023, der HC Kloten hat sich auf Rang 9 beendet. Und hat dann wegen dem neuen System in die Pre-Playoffs müssen gegen den SC Bern. Und dort hat man zwar auch noch 4-1 beginnen daheim, ist aber auswärts für den Berner 5-1 und 5-0 untergegangen. Somit hat sich Lotte letztes Jahr in der Nazi A keine Playoffs gespielt. Auf der anderen Seite aus Klotener Sicht natürlich super, dass man sich vorweg hat können heben. Sind die Nazi B-Zeiten vorbei für den HC Kloten. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wo es in dieser Saison hin wird. Go mit den Flughafenstädtern natürlich als ehemaliger Swiss League-Club wäre es natürlich, oder beziehungsweise man hat ja auch jetzt auch gerade eure Güte, wenn ich zurückdenke, Playoffs oder auch auswärts in Kloten, es da ein oder andere gute Fight geben. Wir würden es auf jeden Fall mehr gewinnen, wenn sie sich da oben heben könnten. Genau, auf der anderen Seite haben wir den HC Thurgau, der Playoffs geschafft hat, letzte Saison, auf dem Rang 4. Dort ist ja dann im letzten Spiel ja nochmal sehr knapp geworden, beziehungsweise ist ja gerade punktgleich mit Fisch gewesen und dann zum Tordifferenz gegangen. Auf jeden Fall weiss ich nur noch, dass man irgendwie das alle Minuten gefühlt oben jetzt der Gegner ein anderer war, aber es war gegen Fisch gewesen in der ersten Runde, wo man 4-2 gewonnen hat, wenn es mich nicht täuscht. Und nachher war es aber 4-1 gegen Schottform. Dort hat man dann wirklich den Kürzer gezogen. Die ja dann auch Olten noch raus tun haben im Finale, aber dann gescheitert sind in der Aufstiegsrunde und somit auch die nächste Saison werden hier unten bei uns in der Swiss League spielen. Gute Aktion hier von Kloten, Pfosten, wo der Jan jetzt gerade noch rettet bzw. kann verhindern, dass da Schlimmeres passiert. Klopft jetzt aber definitiv mehr die spielmachende Mannschaft. Der HC Thurgau mit dem Schmutz in dem Goal probiert da ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen Tempo rauszunehmen. Jetzt probiert man es da über die rechte Seite, kommt aber kein Durchkommen da beim Nazi-A-Team. Strafanzeige gegen den HC Thurgau. Spieler Nummer 68. Sebastiano Soakepa, 2 Minuten raus, wahrscheinlich wegen Haken. Somit Überzahl für Kloten, für den HC Kloten. Wo das erste Mal mit einmal mehr in dem Spiel auflaufen. Und natürlich probieren, das 2-1 reinzubringen. Powerplay, das ist etwas, was Kloten definitiv kann, wo sie gut drin sind. Jetzt aber zuerst mal die Scheibe in der eigenen Reihe aus Klotener Sicht. Jetzt da ein Angriff forciert, auch gerade schon schnell und zügig in der Thurgauer Zone und aufgestellt. Lassen hier die Scheibe einigermaßen laufen. Da wäre ein Schuss angetäuscht gewesen. Da ebenfalls, aber hat sich Thurgauer Stadt kompakt. Kloten muss hier eine entsprechende Lösung finden. Da allerdings die Scheibe vertändelt.
aber die geht schon wieder zurück im Besitz von den kloten Flyers, die Chibo probieren rauszubringen. Aber der hat sich durchgemacht, hier gut, geht gut beim Stören, holt den Stein vorne weg. Jetzt aber kloten zurück und Abschluss aufs Goal und der Hammer sitzt 2-1 für den EHC Kloten. Das ist sehr schnell gegangen. Torschütze mit der Nummer 29, Nico Oyameki, wo da das Hartgummi in die Masche haut und somit der EHC Kloten mit 2-1 in Führung. Und Kloten da schon wieder im Vorwärtsgang. Thurgau probiert hier den Gegenheben. Da mit einer kleinen Offensivaktion, die wird allerdings nicht belohnt. Schiebe ist schon wieder zurück. Wird unterbrochen vom Schiedsrichter, die neu mit der Sky-Werbung auf dem Dress. Etwas Neues zu der. Etwas Neues auf die Saison. Etwas Neues fallen dann immer mehr Sachen auf, die anders oder neu sind. Aber im Großen und Ganzen ist ja beim Alten und es ist schön, dass es wieder losgeht. Auch wenn es jetzt zuerst mal mit dem Testspiel, wo sich man muss begnügen, sage ich jetzt mal, bevor dann der Meisterschaftsbetrieb definitiv antönt. Am 15. September endlich den losgeht für den HC Thurgau. Der ganze Zobig am 8. am 15. Das ist ein Freitag, nehme ich an. Und so ist es, genau. Freitag, 15. September, Zobig am 8. Auswärts für die GC Kleins und dann das erste Heimspiel am gerade am 16. Das ist der Samstag drauf, zu Abend um 6 Uhr, die Heim gegen die EHC Fisch wiedersehen mit dem Playoff-Viertelfinal-Gegner von letztes Jahr. Da wird auf jeden Fall spannend und dann geht es auch ganz schon das erste Mal auswärts gegen den HCV Martini. Ein neuer Gegner vom HC Thurgau. Die haben es auch gerade probiert mit einer Offensivaktion. Er hat entsprechend Applaus von den Zuschauern. Hier in der Güte, genau wie gesagt, Martini, ein neuer Gegner vom HC Thurgau. Ansonsten haben sich ja die Gino Rockets gefangen und einmal umbenannt. Die heißen jetzt Bellinzona Rockets, auch die natürlich wieder mit dabei. Und sonst eigentlich so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die wir hier in der Swiss League unten haben. Ein Swiss League-Gegner, auf den trifft der HC Thurgau im nächsten Testspiel. Zwar am kommenden Freitag, am 7. Ebenfalls wieder zuhause. Dort aber dann gegen den EHC Olten. Ein Gegner, den wir dann auch in der neuen Meisterschaftsserie dann auch viermal wird haben, wo man letztes Jahr einigermaßen gut wegkommt, für das, dass Olten so eine Hammer-Saison gespielt hat. Sehr gute Chance hier vom HC Thurgau. Olten und Schottfer, die ja wirklich die Swiss League letztes Jahr dominiert haben. Auch zur grossen Verwunderung, dass den ja Schottfer Olten überholt hat, so in den letzten paar Meisterschaftsspielen. Aber gegen die HC Olten hat man sich eigentlich immer relativ gut gemetzelt. Klar, ist man dann einmal untergegangen, aber da ist natürlich noch mal ein bisschen ein anderes Niveau, was da Olt aufs Eis zaubert. Bei denen wird wahrscheinlich ziemlich sicher der Plan auch sein, nächstes Jahr den Aufstieg zu schaffen. Aber eben, da wissen wir dann alles. Oder die ersten Zeichen dafür, die gibt es dann mal anfangs
Februar, sage ich jetzt mal, aber da ist natürlich noch lang. Ich meine, heute Abend hocken wir da bei 30 Grad und eine kurze Hose im Kommentatorenhäuschen. Also, noch nicht ganz Hockeywetter, aber auf jeden Fall wird sich da dann ziemlich auch bald mal den ändern. Genau, eben nach dem nächsten Testspiel dann gegen Olten steht der Bodensee-Göppa in der Bodensee-Arena Trützlingen unten. Das beliebte Vorbereitungsturnier, kann man sagen, wo der AC Thurgau auf sogar internationale Gegner trifft, zum Beispiel ESV Kaufbeuren aus Deutschland und Schwenninger Wild Wings, die wo ja immer sehr gern Testspiel bzw. so Testturnier in der Schweiz bestreitet. Zum Beispiel auch Zweiklasse in Wiel, wo Schwenningen schon dabei war und eben jetzt auch noch den Bodensee Cup. Das auf jeden Fall für die Schwaben eine gute Adresse. Wird dort sicher noch mal spannend sein, zu sehen, wie sich der HC Thurgau dort metzgt. Genau, dann haben wir nochmal, Gammel wird noch den gegen Winterthur testen in die Monate. Anfang September dann gegen das österreichische Team Pioneers Vorarlberg und dann noch gegen den Ravensburg Tower Stars, ebenfalls ein deutsches Team. Und dann, wie gesagt, 15. September, genau heute in einem Monat, wo es dann losgeht mit der neuen Swiss League Saison. Wieder im gewohnten 4- bis 5-Tages-Rhythmus, wenn nicht sogar mal 3 Tage, wo da dann wieder der HC Thurgau im Einsatz steht, auf Punktejagd geht für Grüewis Gael und natürlich probiert, um da eine möglichst gute Platzierung anzubringen. Ich muss ja wirklich sagen, nach den letzten paar Saisons der HC Thurgau, also jetzt vor allem die letzte Saison, die wir jetzt das erste Mal so richtig mitbegleitet haben, mit Livestream, mit auch Auswärtsspiel kommentieren etc. Es ist die letzte Saison ist wirklich, und da ich und der Christoph, der auch momentan in der Ferie, liebe Grüße an dieser Stelle. Das haben wir ja dort auch schon gesagt, letzte Match gegen Schaffer, wo glaube ich den Thurgau oder den Fünf heisst oder so, unter die Räder gekommen ist. Eben die letzte Saison vor allem ein bisschen auf und das ab gewesen, Ausländer, die irgendwie nicht so recht eingeschlagen haben, dann gewinnst du da dreimal im Folge, dann verlierst du wieder viermal im Folge, einfach das auf und das ab, ein bisschen inkonstant die ganze Geschichte, trotzdem eben, und das ist dann wieder das Spannende, der Wundertüte HC Thurgau, Playoff-Halbfinale, den schafft man dann, das ist auch Fisch, wo man raus tun hat, wo natürlich auch jetzt der Team ist, wo absolut auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, aber auch das ist, auch das hat man geschafft, darum doch auch wirklich jetzt diese Saison alles passieren, kann man sagen, der HC Thurgau muss, also Playoff-Platz ist Pflicht, sollte definitiv, wenn nicht sogar unter Top 4 in den Halbfinale reinkommen. Sepp wird definitiv, also muss das Ziel sein, wenn man da weiterhin möchte auf dem Niveau weiterspielen, aber man hat eigentlich relativ einen guten Grundstein. Das hat man da gleich in den letzten paar Jahren, man ist immer sicher Viertelfinale, Halbfinale auch bei dir ist mal noch reingelegen. Also der HC Thurgau ist da dann eben schon die Swiss League Mannschaft, wo dann Anfang Februar dann doch da steht und im Playoff-Halbfinale sogar dann kann stehen und auch eben bestehen. Zum 1:1 eingenetzt hat für seine Farbe. Jetzt geht in der eigenen Zone mit Defensivarbeit beschäftigt sind. Der Pass kommt leider nie nicht an. Stelle ist klar, wo der Schiebe hinter das Goal nimmt. Da aber der Klotener Stürmer unterschätzt, wo da ziemlich zügig ganz schon dort ist.
Dortmund, jetzt der HC Kloten, wo es dort Mitte probiert, Pass auf an die blaue Linie. HC Thurga probiert da früh zu stören, früh können einen Stock oder einen Schlitz oder irgendetwas zwischen Scheibe und Gegner bringen. Aber Kloten kommt hier raus, Killeberger gibt sie hier runter, gibt sie hier nochmal rauf, leitet nochmal ab. Oh, schönes Zuspiel, Abschluss aufs Goal, aber in die Fanghand von Luis Janet, der hier geprüft wird. Allerdings nicht weiter tragisch das Ganze. Und somit nach wie vor aktueller Spielstand HC Thurgau 1, EHC Kloten 2. Kloten hier im Scheibenbesitz, aber der HC Thurgau stört hier entscheidend. Trägt die Scheiben jetzt hier in die eigene Zone. Zora Grepa muss sie hier probiert rauszubringen. Und der HC Kloten, der hier die Scheiben in der eigenen Reihe relativ gut laufen lässt. Und so ein bisschen nach anfänglichen Berührungsängsten kann man sagen, haben sich jetzt doch beide Teams relativ gut eingefunden, offenen Schlagabtausch hier in der Güte bei wirklich schweißtreibenden, wahrscheinlich immer noch 28 Grad. Ist lustig, um dort die Leute, die in der kurzen Hose hier hocken, eigentlich in Unterbeschwörung für eine Hockeyhalle, aber eben wie gesagt, das ist ja auch erst der 15. August und die Saison, wie jetzt wahrscheinlich auch schon zum dritten Mal erwähnt, geht auch erst in einem Monat los. Abschluss aufs Goal, Janet, wo da noch Empfang hat, dazwischen bringt. Gute Aktion hier vom EHC Kloten, wo da offensiv definitiv viel, viel mehr Spielanteil hat wie Thurgauer, wo dann mal reagiert und irgendwie so ein bisschen die Zone von der Kloten noch so reingumpelt oder reingestürchelt. Aber offensiv momentan wirklich der EHC Kloten hier mehr am Drücken. Macht auch mehr fürs Spiel, aber ist ja auch zu erwarten, wenn das National League Team das Gast ist. Jetzt gibt es mal ein bisschen Platz für den HC Thurgau, die probieren es da. Kommen da aber nicht ganz durch, die Scheibe hinterm Goal und jetzt auch schon wieder weg. Allerdings geht vor der Garland. Wo da allerdings nicht kann profitieren von dieser Aktion und Kloten wieder mit viel Vorwärtsdrang über die linke Seite. Abschluss aufs Goal. Janet hat da aber schon noch zu. So weit so. Ungefährlich, aber der HC Thurgau ist mir da gegen Führen. Ein bisschen ideenlos, irgendwie kommt man nicht zurecht aus dem eigenen Drittel aus, weiss nicht zurecht, was machen mit der Scheibe hier vorne. Und dann kommt da der Klassiker, den wir letzte Saison schon etwas gesehen haben, so der hohe Chip-Pässli in die gegnerische Zone rein. Allerdings, wenn dann da halt auch keiner dran geht, dann ist es ein Icing. Defensiv muss man ja sagen, der HC Thurgau auch letzte Saison grundsätzlich eigentlich doch relativ gut gestanden, wo es halt eben, also das ist jetzt einfach meine Meinung, aber wo es jetzt halt einfach mehr gekapert hat,
ist in der Offensive gewesen, eben wie vorhin schon angetönt, Ausländer, die nicht so recht gezündet haben, wie es vielleicht hätten sollen, dann eben aber wieder mal Supermensch, oder? Ist wieder gut gewesen, dann, aber wieder ist wieder vergeblich auf irgendwelche Punkte gewartet von der Offensivlinie. Also da haben wir letztens auch wirklich alles mit dabei gehabt, und da kann ich auch die jetzt schon sagen, da wird in dieser Saison nicht anders, weil es ist wirklich ein bisschen Wundertüte der HC Thurgau, aber eben da darf und soll man und muss man natürlich auch allen neuen und bestehenden Akteuren die Chance geben, um sich da können zeigen und damit die auch auf ihre Eiszeit und auf ihre Kosten kommen, vor einigen Schlüsse ziehen, macht da überhaupt keinen Sinn, schon gar nicht am 15. August bei einem zweiten Testspiel. Also da darf man wirklich gespannt sein, wenn man von dieser Mannschaft, von dieser neu, also muss man wirklich sagen, von dieser noch jüngeren Mannschaft erwarten darf. Letztes Jahr war ja der Altersdurchschnitt wirklich auch nicht sehr hoch gewesen. Aber ich glaube, Dyer hat man, wenn nicht sogar die, also könnte sein, dass man Dyer sogar die jüngste Thurgauer Mannschaft beieinander hat. Aber das müssen wir nochmal schnell genau nachschauen. Auf jeden Fall der HC Thurgau, wenn wir da mal schnell aus dem Schnarren rauskommen und mal zurück zum Spiel. Dann hat der HC Thurgau da noch 2 Minuten Überzahl, Strafe gegen den ERC Kloten, 1:47 noch auf der Uhr. Das heisst, bis drittes Ende Überzahl und dann noch 3 schnelle Sekunden im zweiten Drittel. Kloten bringt dort die Scheibe raus, allerdings nur bis an Thurgauer Spieler an. Garland jetzt hier über die rechte Seite kann sich hier durchsetzen, aber Kloten bringt hier die Scheibe raus. Janet, der hier rausfährt und entsprechend Unterstützung gibt seinen Vordermännern. Erstes Powerplay da für den HC Thurgau. Nicolet mit dem Zähne probiert es hier, geht mit, zieht ab am Goal vorbei. Gute Einzelaktion hier vom jungen Thurgauer, aber so schnell wie die Scheibe da vorne war, ist sie auch schon wieder retour. Der HC Thurgau da in der ersten, ja, jetzt ist die erste Powerplay-Minute rum, nicht fähig, um da sich festzusetzen in der gegnerischen Zone. Na, die Scheibe geht da erneut raus, 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr in dem ersten Drittel und der HC Thurgau läuft da erneut an Villa über die rechte Seite. Ja, nicht liest hier die Scheibe bei seinem Bruder zusammen. Probieren jetzt hier die Führer bringen, aber die schon wieder retour die Scheibe. Gefühlt mehr beim Thurgauer Goalie dahinten als die vorne beim Zurkirchen. Und somit ist das erste Drittel von dem zweiten Testspiel um. HC Thurgau ist überraschend, also in Führung gegangen. Kloten hat dann reagiert mit dem 1:1 und mit dem 1:2. Wir machen kurz Pause, tun ein bisschen abkühlen, schnaufen tun und sind dann nachher wieder retour zum zweiten Drittel. Thank you.
Thank you.
Da fehlt mir eben noch das Heavy, aber ich fehlt das halt eigentlich gar nicht mehr. Thank you.
herzlich willkommen zurück da zum zweiten Drittel in dem zweiten Testspiel vom HC Thurgau. Zu Gast ist heute Abend an dem sehr warmen Dienstagabend, 15. August, der ERC Kloten, wo auch 2-1 führt momentan in dem Testspiel. HC Thurgau 1-0 in Führung gegangen nach rund 4 Minuten. Can Janet, wo da zum 1-0 können einnetzen, dann aber die schnelle Reaktion knapp eine Minute, anderthalb später von Michael Losli, 1-1 für den ERC Kloten, 4 Minuten später dann. Und der Nico Oyameki, der zum 2-1 Führungstreffer eingenetzt hat, das ist der aktuelle Spielstand gegen ihn. Da ist das zweite Drittel in dem Testspiel. HC Thurgau gegen den ERC Kloten. Erstes Drittel hat klar der Gast aus Zürich gehört. Sie haben offensiv da einiges mehr geboten als der HC Thurgau, der ein bisschen Ladehemmigkeit über das ganze erste Drittel. Aus Powerplay für den Thurgauer kurz vor Schluss noch mehr schon drin ist. Ungenutzt bleiben, entschieden nicht. Eigentlich Zone ziehen aus der Fahrt, die ich eigentlich angehört. Darum kann man da auf jeden Fall gespannt sein, ob der HC Thurgau da den Kopf ein bisschen aufmacht. Und natürlich hat auch ein ERC Klug gemacht. Ob da National League offensiv für den Zürcher oder nicht. Wir werden es herausfinden in den 20 Minuten. So, jetzt soll die Zone von der Thurgauer Abschluss aufs Goal. Luis Janet, wo der Vorzug von der Galle bekommen hat, der Neuzugang war zu tun auf der Goalie-Position, da sie den Ball aggressiv Fribourg verabschiedet hat. Aussicht von Kloten nach Verlängerung. Beide Gole haben dort den Neuzugang Nico Oyameki geschossen. Er, der auch schon heute Abend zum 2-1 eingenetzt hat. Also auf jeden Fall ein Klotener Spieler, der in dieser Vorbereitungsphase schon mal relativ gut auf sich aufmerksam macht. Jetzt aber zuerst der HC Thurgau, der es hier probiert. Gut vor das Goal kommen, allerdings dann nicht belohnt worden.
und Claude wieder zurück im Scheibenbesitz. Und der HC Thurgau da aber mit viel Tempo und jetzt haben wir auch wieder im Scheibenbesitz. Jetzt geht es darum, zum Deppel mal ein bisschen zu heben. Aber da sind wir nochmal führend gegen guten Abschluss. So Kirchen, wo da aber noch weiteres verhindern aus Sicht vom ERC Kloten. Das jetzt auf jeden Fall schon mal eine erste gute Druckphase gewesen von den Thurgauern zum Start von dem zweiten Drittel. Sind da relativ frisch aus der Kabine rausgekommen und machen schon mal den ersten knapp 4,5, ja, da ein bisschen mehr als 4,5 Minuten schon mal gut auf sich aufmerksam, Thurgauer. Probieren jetzt da offensiv da die Lücke finden in dem Klotener Abwehrriegel. Oh, da gute Aktion. Schön vors Goal von Janet mit einem Big Save. Sehr gut gemacht. Da ist ein Klotener abgehauen, aber der Luis Janet zwischen den Thurgauer Pfosten kann da gut reagieren, wird da wirklich schon mal geprüft, hätte auch ganz so gut können ein Goal sein in der 1-gegen-1-Situation. Aber der Thurgauer Schlussmann geht da als Sieger aus dem Duell raus. Jetzt ist da die Scheibe fest gefahren. Der Bandener kommt jetzt aber frei. Thurgauer kann sich da mitnehmen, probiert hier den Befreiungsschlag und jetzt auch ein neuer Spielaufbau über die Linksseite. Dubois, wo da aber auch schon früh gestört wird, dennoch der Abschluss auf den Zockkirchen schafft. Aber auch da hebt der Klotener Schlussmann dicht. Jetzt habe ich doch Lotte, John Yang mit Vorwärtsdrang, viel Tempo, Strafe hat gezeigt. Das wird ein Haken gewesen sein. Er wird da natürlich extrem viel Tempo aufs Eis von den Güttingers heute bringt. Wie gesagt, das ist ihm ja nicht unbekannt. Ist da von Kanada die erste Station, ist der HC Thurgau gewesen. Und nicht da wirklich für die fulminante vorletzte Saison gesorgt, bevor er dann weiter ist zu Kloten und auch dort schon eingeschlagen. Also auf jeden Fall er, der da allen Thurgauer und Kloten-Fans gleichermaßen gut in den Köpfen präsent ist. Der John Yang, der da eine Strafe rausholt für seine Farbe. 2 Minuten gibt es gegen den HC Thurgau. Frederik Scholli, Spieler Nummer 39, der hier 2 Minuten auf die Strafbank muss. Und gefährliche Aktion hier vor dem Luis Janet, der hier aber gerade noch den Blocker dazwischen bringt. Und jetzt Kloten, der hier den Powerplay super aufzieht. Schöner Querpass, riesige Chance. Janet, der hier aber noch flink überhechtet in die andere Ecke und Schlimmeres kann verhindern. Er ist schon 2 Mal wirklich gefordert worden. Jetzt in dem Mitteldrittel besetzt, aber nach wie vor der Spielstand von 1-2. Der unveränderte Spielstand, muss man sagen, seit rund 30 gespielten Minuten. Aber der Powerplay, darf man wirklich sagen, da ist eine andere Liga als da vom HC Thurgau. Kloten da schon wieder im Scheibenbesitz, Querpass über. Jetzt wird sich nochmal aufgestellt. Da Bessli in die Mitte, kommt aber nicht ganz an. Kloten zurück im Scheibenbesitz. Da läuft die Scheibe jetzt einigermaßen schnell da drehen. Aber der Eckerpass kommt zwar da alles durch, aber nicht bei einem Klotenspieler an. Abschluss aufs Goal, leider nicht recht getroffen, verspickt auf der Schaufel. Wäre eine gute Chance gewesen.
Eine Minute Powerplay ist aus Thurgauer Sicht schon überstanden, aber da könnte es sogar noch klopfen. Satte Slapshot vom Klotener, aber Janet macht da beste Werbung für sich und pariert auch den Schuss, der wirklich so schnell war, dass man gar nicht erkannt hat. Auf jeden Fall nach wie vor kein Torglück für den ERC Kloten hier in dem zweiten Powerplay. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, in dem zweiten Powerplay. Probieren es dann nochmal gefährlich. Schieben nochmal oben an der blauen Linie. Also Dora macht zwar Druck, aber da ist es fast nicht möglich, gegen den eingespielten Powerplay von Kloten etwas zu machen. Außer dicht eben neu den Abschluss. Und jetzt schieben fast draußen. Beherzt den Einsatz da von der Dora von der Defensive. Und jetzt kann man da die Scheibe festfahren an der Bande, dass eine wertvolle Sekunde kommt, aber auch gerade raus. Und auf den Stock von einem Kloten. Spieler Johnny Eng tänzelt sich da durch. Verliert aber auch gerade schon. Wieder die Scheibe, neunter Abschluss. Und jetzt wieder nicht Janet. Und erneut Janet, wo da dafür sorgen, dass der HC Thurgau da Powerplay unbeschadet übersteht. Thurgau jetzt nämlich wieder komplett mit 5 Mal auf dem Eis. Janet, wo da sich wirklich mehrfach kann auszeichnen kann. Jetzt in den ersten nicht einmal 10 Minuten. Bande checkt da gegen den Thurgauer und den Abschluss vom Klotenspieler. So, jetzt ist da zur Spielhälfte definitiv Zunder mit dabei. Der Schiedsrichter spricht da noch ein paar, wahrscheinlich jetzt nicht gerade mahnende Worte, aber da gibt es offensichtlich noch Redebedarf nach dieser doch ein bisschen aufgeheizteren Situation. Wie gesagt, RC Kloten kann das Powerplay nicht für sich nutzen, es geht weiter 5 gegen 5. 11:20 haben wir noch auf der Spieluhr, also es geht so langsam aber sicher in Richtung Matchmitte. Bis jetzt noch kein Goal in dem zweiten Drittel. HC Thurgau probiert es jetzt hier. Verlängert Querpass in die Mitte, allerdings kein Abnehmer in Grün-Weiß. Jetzt probiert es Thurgau hier nochmal. Gut, der Schuss einfach mal probieren. Thurgau jetzt hier. Mutigerer Auftritt als im ersten Drittel. Trauen sich etwas, wagen etwas. Abschluss aufs Goal, das wäre eine super Chance gewesen. Aber die geht oben drüber. Gut probiert von den Thurgauer, machen da den Klotener ordentlich Dampf im Kessel. Hunter Garland, der da leider ein bisschen verzieht und somit nicht zum Ausgleich trifft. Aber HC Thurgau ist jetzt mittlerweile ziemlich wach und angekommen in der Partie. Auf einen Schlagabtausch hier in dem zweiten Drittel. Und der guten Abschluss hier aufs Goal. Steli, der es hier aber auch nicht fertig bringt. Aber der HC Thurgau, der jetzt da wirklich das Momentum auf seiner Seite hat, gute Chance verwünscht, schön weitergeleitet an Bessli. Jetzt geht es natürlich darum, zum Schieben können in der eigenen Zone behalten. Stehli nimmt sie da nochmal lieber einmal mit hinteren. Beruhigen, das Fehlpass da von der Thurgauer Defensive. So ist die Schiebe natürlich schnell wieder weg. Noch zusammengeprallt an den Banden noch, Thurgauer am Boden, aber auch schon wieder auf den Schlittschuhen. Die Schiebe hier erneut festgefahren an dem unteren rechten Ecke jetzt, aber er hat sich Kloten, der sich doch lösen kann. Abschluss aufs Goal und da ist 3:1 die doppelte Führung jetzt für den ERC Kloten, 1:3 an dieser Stelle, muss ich sagen. Ja, Defensive, obwohl man jetzt doch gute Gegner gegeben hat, wo man jetzt zur Spielmitte das 3:1 hinnehmen. Auf jeden Fall nicht unverdient aus Sicht von mir hat sich Kloten.
haben auch da jetzt in dem zweiten Drittel ein paar Mal sich die Zähne ausgebissen am Can Janet und jetzt entsprechend belohnt worden. Neuer Spielstand HC Thurgau 1, BRC Kloten 3. Spieler Nummer 86, Tyler Morley, der für den ERC Kloten trifft, den Offense Center von der Flughafenstädter. Unterbruch und somit Bulli vor dem Thurgauer Schlussmann. Jetzt wird sich zeigen, ob der HC Thurgau da noch zu einer Reaktion fähig ist. Ich meine, zwei Goal im Hockey, das ist ja der beliebte Spruch aus der letzten Saison. Da ist ja eigentlich nichts. Vor allem nicht, wenn noch fast noch 30 Minuten Testspiel-Hockey auf dem Plan stehen. Kann aber alles passieren. Aber der HC Thurgau hat jetzt doch den dritten da Spiel in dem Match gefunden. Aber der HC Thurgau ist, wie wir es ja auch letzte Saison schon etwa die mal gesehen. Immer mal wieder für eine Überraschung. Gut, Nicole, der da runtergibt. Abschluss da gefährlich. Etta wird da gestört und wird sogar zu Fall gebracht. Das gibt eine Strafe gegen den Klotener Nodari, wenn ich es richtig sehe. Matteo Nodari, Spieler Nummer 77, der da ein bisschen ungestüm mit reingeht. Peter, der hier das Powerplay für den HC Thurgau auch rausholen kann. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Leistungssteigerung vom ersten ins zweite Drittel sich natürlich auch aufs Powerplay auswirkt. Weil allein der Powerplay, den Thurgau auch hatten, in den 18. Spielminuten genau gar nichts. Darum sind wir da gespannt, was passiert. Kloten bringt aber als erstes Mal gerade schon die Scheibe raus. Und jetzt geht es darum, einen sauberen Aufbau können zu lancieren. Ja, Thurgau wird da früh gestört, Kloten lässt es da nicht zu, dass die Leute in ihre Zone kommen, bringen entsprechend die Scheibe wieder raus, also da sind sie definitiv gut aufgestellt. Die Spieler vom ERC Kloten lassen da wenig Chancen zu, machen da am HC Thurgau das Leben ziemlich schwer mit in die Zone hineinfahren. Mehr als ein bisschen rum. Kügeln hinten rum liegt aktuell nicht in der ersten Powerplay-Minute. Und auch hier ist die Scheibe nicht wirklich unter Kontrolle. Jetzt allerdings Nicole, der hier eine Anspielstation sucht. Die Scheibe, die hochgeht, die ersten paar Powerplay-Pässe, die funktionieren. Aber der Druck von Kloten ist immens. Thurgau probiert jetzt noch mit Scheibe laufen. Jetzt funktioniert es relativ gut. Unterbruch vom Schiedsrichter wegen einem Handpass. Das hat die Unparteiische da ziemlich schnell erkannt. Obwohl es jetzt gerade ziemlich gutes Tipp der HC Thurgau, wird man da mit einem vermeidbaren Fehler aufgehalten. Somit Bulli in der neutralen Zone.
klaut den Scheibenbesitz, wo die da auch gerade schon rausbringen. Und jetzt hat der Thurgau da in den letzten 20 Sekunden von dem Powerplay noch mit einem Versuch, allerdings mit dem Schüssli ab der blauen Linie wird es dann schwierig. Thurgauer, der da zu Boden geht, ein anderer Thurgauer drüber. Ein bisschen ungestüm und auch der Powerplay vergeht ohne nennenswerte Chance für den HC Thurgau. Definitiv etwas, was sich der AK Blum kauft, Merkzettel schreiben, dass man da noch ein bisschen die Schrauben anziehen. Abschluss aufs Goal, schön gemacht. Gute Chance, eben, wo aktuell nach den, auch jetzt in dem zweiten Drittel schimmert so langsam durch, dass es abgesehen von ein paar guten Einzelaktionen auf Seite der Thurgauer so ein bisschen im Zusammenspiel, im Team, im gemeinsamen Agieren auf dem Eis wirklich noch nicht viel dabei rumkommt. Kloten, der es da mit viel Tempo über die Seite macht, aber ja nicht, wo da die Scheibe in seiner Fanghand versorgt. Kloten da wieder mit viel Vorwärtsdrang. Definitiv die spielführende Mannschaft hier in dem Testspiel. Mal schauen, ob es da mal noch mehr Gegengol gibt, wie im ersten Spiel gegen Freiburg, wo man ja 3-0 zuhause verloren hat. Der ganze vor etwa 1200 Zuschauern. Da wird es jetzt auch nicht sein, aber ist, glaube ich, auch logisch. Unter der Woche bei immer noch sommerlichen. Fast 25 Grad, die wir da draußen haben. Ja, Kloten probiert es da. Sind da definitiv näher am 4-1 als Thurgau am 3-2 Anschlusstreffer. Kloten jetzt da schon mängs lange Sekunden in der Zone von der Thurgauer. Nehmen da Chivo gut laufen jetzt allerdings. Ein bisschen ungestüm und der HC Thurgau kann sich lösen über die rechte Seite. Abschluss. Allerdings der Blocker von Zurkirchen im Weg und der Rungs, was da für Kloten probiert, Pass in die Mitte, kommt fast an. Welcher Pass, der da reinkommt. Also man merkt da schon, da ein Gefälle zwischen dem National League 9. von letztes Jahr und dem Swiss League 4. von letztes Jahr ist doch ziemlich gross. HC Thurgau bemüht sich zwar dagegen zu heben, aber was fehlt, sind Ideen. Abschluss hier vom Janet, so freut er von der lieben Saison nicht vor das Goal der Gegner. Aber eben wie gesagt, es ist ja noch, es geht um absolut nichts, es ist ein Testspiel, es ist da zum Testen und zum können herausfinden, was braucht es noch, wo ist man gut unterwegs und wo muss man definitiv noch einen Zacken zulegen, bis dann heute in einem Monat losgeht. Etter, wo da hart angegangen wird. Schiedsrichter lässt da weiterlaufen, Protest von den Zuschauern. Und jetzt da Schiebegab bekommt und sie nicht hinter dem Zurkirchen kann besorgen. Der kommt da nochmal drauf. Er bleibt da hängen zwischen den Schoner und nochmal den Böck frei rum in der Goalie-Zone. HC Thurgau da jetzt nochmal mit einem kleinen Aufbäumen. 2 Minuten 20 vor Drittelsende. Also
ganz abschreiben dürfen wir den AC Thurgau noch nicht. Er gibt hier wieder mal ein Lebenszeichen von sich in dem eigentlich irgendwo durch doch auch solide zweite Drittel, jetzt aber gerade mit ein bisschen in den Tiefgang, vor allem jetzt auch gerade nach dem 3-1. Aber für den Zurkirchen heisst es definitiv nicht, Scheichen anlegen. AC Thurgau ist auch immer da, ist auch jetzt noch immer noch gut für den Torgefahr. Allerdings muss man, wie gesagt, klar sagen, dass der DRC Kloten viel spielbestimmender ist, auch in den Mitteldrücken. Kloten, der es hier probiert, Backhand zwischen den beiden, Janet Heben dagegen, doch, da ist die Scheibe schon wieder drin. 1-4, neuer Spielstand, 1 Minute 27 vor dritten Sendi. Jetzt lässt Kloten definitiv die Muskeln spielen gegen den HC Thurgau. Eiskalt hier versorgen, die Spieler Nummer 86, wenn es mich nicht täuscht. Tyler Morley wäre schon sein zweiter Topf in der Abend. 1-4, der neue Spielstand, hier noch 38,5 Minuten gespielt. Und vom HC Thurgau muss man sagen, ist es. Also sie können wirklich nicht mitheben mit Kloten. Probieren es zwar, aber sind wahrscheinlich dann auch froh, wenn sie jetzt 1,5 Minuten in Pause können und noch ein bisschen neu ausrichten. Lehmann muss sich jetzt hier lösen, probiert es da. Allerdings nicht von Erfolg krönt die Aktion. Kloten, aber hier zu Boden geht, allerdings sich hier gerade schon auswechseln lässt. Und der AC Thurgau, was da über die linke Seite mit dem Lehmann noch probiert. Er heute Abend auch immer einer von den auffälligeren. Wenn man dem kann überhaupt so sagen, mit dem Spiel vom HC Thurgau noch nicht stehend K.O., aber doch definitiv der Kürzer gezogen gegen ein wirklich stark und gut spielendes ERC Kloten, wo natürlich auch da mit angezogener Handbremse heute Abend spielt. Ich glaube, da wird natürlich auf Seite von dem Nationalligist auch noch einiges mehr gehen. Und da ist das zweite Drittel auch schon passé. Wir gehen auch kurz in Pause und sind nachher Drittel. Genau, sind dann nachher zurück zum dritten Drittel. Thank you.
Wieder geil. Herzlich willkommen zurück hier zum dritten Drittel im Testspiel HC Thurgau gegen den EHC Kloten. Ja, der EHC Kloten hat nochmal in dem Mitteldrittel zwei Töpfe draufgelegt. Aktueller Spielstand HC Thurgau 1, EHC Kloten 4. Tyler Morley, der hier kurz vor Schluss zum 1:4 getroffen hat. Und somit zum aktuellen Spielstand von 1:4.
Ja, hat sich Lothar definitiv die spielbestimmendere Mannschaft. Johnny Eng, was hier probiert. Gute Aktion vom ehemaligen Thurgauer, der da definitiv auf seine Lauffähigkeiten auf der Kurve unter Beweis gestellt hat. Heute Abend allgemein Kloten, Zacken, schneller, wacher, treffsicherer als Thurgauer. Die haben zwar im Mitteldrittel noch mal ein bisschen den Knopf auftun, allerdings ist dann Kloten doch sehr eine starke Mannschaft und nicht umsonst der Gast aus der National League. 1-2 gute Aktionen auf der Seite von der Thurgauer hat es auch gegeben. Die Scheibe, die in den Zockern nicht ganz reinrollen konnte. Aber nichtsdestotrotz, er hat sich gelohnt, da definitiv die stärkere Mannschaft heute Abend. Und das zeigt sich auch auf das Scoreboard. Scheibe zurück in RC Kloten, auch wieder in der Zone von der Thurgauer. Dort hat sich jetzt Abend gefühlt am meisten aufgehalten. Abschluss, Janet, wo da die Scheibe kann unter Kontrolle bringen. Er meint, dass er Big Safe heute Abend hat da Schlimmeres verhindert. Aber natürlich auch ein, zwei Mal im Stich geworden. Ja, genau. Stich geworden von seine Vordermänner Thurgauer Defensive. Heute Abend sind wir auch fehleranfällig in der Offensive. Jetzt hat er uns noch ein bisschen Preis ist für Thurgauer, wo es noch probiert, die linke Seite. Schiebe versammelt aber irgendwo dazwischen und er hat sich rote da. Ah, ganz schön mit voller Zwang. Thurgauer jetzt aber schön in der Zone rein. Und der Stein, der sich hier auswechseln lässt. Ja, ja, letzte Saison. Wenn Thurgauer Fans auf die zwei neue Ausländer sind. Jetzt aber zuerst mal noch das Bulli von Kloten nach Kasten, wo Thurgauer später für sich entscheiden kann. Sich Kloten. Ich könnte sich mal ein bisschen länger drin festheben. Meistens ist es immer ganz wichtig, hier kommt man rein. Geht zum Schulen die andere Seite. Jetzt ist da noch ein Sportanteil. Und jetzt fliegt er von Alba. Fischt ordentlich zu, in einem Testspiel. Da hat sich jeder einen geschnappelt. Kloten. Zuerst mal da ziemlich zunder drin in der Partie schon gefangen. Natürlich die Zorfang, bin gespannt, was anderweitig noch für Strafe gibt. Da ist, glaube ich, Eder der Dunner, der sich den Helm wieder auf den Grill schnallt. Und die beiden Captains. Der HC Thurgau und Steve Kohlenberg, der erste Helfer. Dürfen wir wieder Schiedsrichter anfangen und dann ganz am Schalt noch besprechen. Grundsätzlich bis an den Punkt an eine ziemlich faire und ja, doch auch eher eine ruhige Partie gewesen. Da wird natürlich jetzt auch noch der Fans, die heute Abend in der Güte sind, auch entsprechend etwas botten. Juliet fährt da wieder zurück auf die Bank. Jetzt bin ich gespannt, was da für Strafe ausgesprochen werden. Juliet geht
sogar von uns und in die Kabine. Da ist es gewesen, jetzt Abend für ihn. Jetzt gespannt, wie der Schiedsrichter entscheidet. Fünf Minuten Strafe gegen den HC Thurgau. 5 gegen 4 jetzt. Der Spieler Entschuldigung, 5 plus Spiel nur wegen Jack Eck Kopf, somit für ihn unter Dusche. Und dann noch jeweils eine Strafe gegen übertriebene Härte gegen Kloten und Thurgau. Und Kloten, der da jetzt im Powerplay agiert für die nächsten 4,5 Minuten. Jetzt hat die Zone von der Thurgau Olympia Schiebe gut laufen. Pass über Janet, wurde super pariert. Mit abbringen lassen, ist jetzt halt einfach auch wie lang. Immer noch 3 Minuten 13. Garantierte Überzahl für Kloten. Sind 125 Zuschauer heute Abend in der Güte. Und noch 3 Minuten Kloten Powerplay auf der Spieluhr. Janet, der hier gut dicht macht. Abschluss auf der Janet, Schiebe, draussen, hat sich dort eine die Freie. Thurgau macht da sehr gut. In der Unterzahlsituation, Kloten, wo sich der Pitzlich jetzt ausbeißt. Und dann ist es. Da ist schon wenig Aufwand im Verlauf, das Spiel ist schon eine Einigkeit. Thurgau Weiland wieder zu kommen dort. Und Schiebe mit dem Kühni, der probiert es zu befreien. Was macht die Schiedsrichter alle mit sich vor? Natürlich unglücklich und 2 Minuten sind es noch für den ERC Kloten. Wo da in dem Powerplay doch zwar führen kommt, aber irgendwie nicht so recht in Gang. Jetzt können sich die Spieler von der Kloten Flyers hier nochmal positionieren. Killeberger, Abschluss aufs Goal, Janic steht aber da in der Wand. Macht einen guten Job in Zabig.
Wiebelden AG, Stumm AG in Wiebelden, Haslautransport in Wiebelden, Rheincomputersystem AG, Holzenspiel und Transportdoppel in St. Gallen. Herzlichen Dank. Jetzt wieder mit vorwärts dran. Abschluss. Janne muss sich da lang machen. Und in 30 Sekunden sind die 5 Minuten auch schon um. Kann also gut sein, dass der HC Thurgau das ohne weiteres Gegengoal übersteht defensiv. Aber wirklich lobenswert von den Thurgauer. Kloten probiert es zwar offensiv, aber wirklich durchkommen. Klappt irgendwie nicht, aber wir haben noch 10 Sekunden, noch eine Spielverlagerung und die Scheibe geht hier raus. Wertvolle Sekunde. HC Thurgau kann hier wechseln. Und somit ist der HC Thurgau wieder komplett. Wir haben hier die Überzahlsituation nicht können nutzen. Die Spieler vom EHC Kloten. Wir sind jetzt auch gerade auf die andere Seite. 1 gegen 1 Situation. Schön gemacht vom Döpfner. Und sicher gesehen, zuerst denkt es ist nichts, aber der Döpfner wurde auf 4 zu 2 verkürzt. Das ist natürlich eine super Reaktion und die einzige Richtung, die man kann bringen nach so einer Defensivleistung. Gerade mit einem Goal zurückkommen. Da haben sie. Der EHC Kloten jetzt ein bisschen übersetzen auf dem HC Thurgau. Aber 4 zu 2. Da braucht noch mal richtig einen Kraftakt, um da allenfalls noch auf 4 zu 4 kommen. Ich glaube, der EHC Kloten lässt sich da den Sieg nicht mehr nehmen, aber eben 10 Minuten, immer noch mehr sogar, nur 11 Minuten. Aber schöne Reaktion auf dem HC Thurgau. Schön zu sehen, dass sie sich da nicht ganz geschlagen geben. Bis jetzt die beste Leistung, die wir gesehen haben in den letzten 10 Minuten vom HC Thurgau. Baumann auf Döpfner. Das noch zum 2 zu 4. Und der HC Thurgau schon wieder mit Vorwärtsdrang. Garland, der hier schieben kann, sich behalten, kommt aber in der Mitte nicht an, Hobby. Nochmal zurück zum Garland. Der sucht die Anspielstation, kommt allerdings nicht durch. Hobby zieht sich hier die Scheibe ab in der Mitte, wartet am Thurgauer, kann allerdings nicht profitieren und jetzt geht es in die andere Richtung. Er hat sich hier in der Zone von der Thurgauer, Querpass über. Kann allerdings nicht ganz verwertet werden. Thurgauer jetzt hier. Gut Start. Und wir gehen in die letzten 10 Spielminuten rein. Der Abschluss auf den Janet. Kann der Schiebe leider nicht unter Kontrolle bringen. Geht er nochmal raus. Muss aber sagen, für ein Testspiel mit 4 zu 2 aktuell mit einer guten Chance auf beiden Seiten, die wir gesehen. Definitiv heute Abend lohnenswert gewesen für jeden, der hier in die Gütte gekommen ist oder natürlich die Heimleistung zuschaut. Thurgau kann hier noch mal befreien. Das
in der Zone von Kloten. Die haben aber die Scheibe zurück. Gut reagiert hier vom Schmutz. Allerdings noch eine findet der Hohenstein nicht ganz. Aber ein gutes Lebenszeichen hier vom Thurgauer vom Weinfelder, muss man sagen. Unterbruch da, ja nicht, wo da, ich glaube, es ist in einer Maske rumgeflümelt. Die sieht aber wieder gut aus. Helm wieder angelegt, kann es weitergehen. Ja, jetzt habe ich wirklich gute Werbung für sich gemacht. Allgemein die ganze Zeit durchgegangen. Ich glaube, es hat so ein bisschen die, ja, die doch. 2 plus 20 Spiele Disziplinarstrafe, Bayer Raphael 2 Minuten 20 Tore und Dünn Härte, genauso Joel Macher von mehr zu Kloten. Die haben sich somit wieder aufgehoben. Und wenn man da 5 gegen 4 kann, wo der HC Thurgau überstanden hat und nachher dann gerade super können reagieren mit dem David Baumann, wo der Andreas Döpfner lanciert hat und nachher dann zu 2 zu 4 eingenetzt hat. Momentan aber wieder der EHC Kloten mit Vorwärtsdrang, mit Zug zum Goal. Muss hier probieren, aber der HC Thurgau ist nicht mehr so am Schwimmen, wie man auch schon gesehen heute Abend. Der Pass kommt da leider nicht an. Und die Scheibe ist zurück beim EHC Kloten. Wir probieren jetzt hier schönen Querpass. Abschluss, Janet kann hier dagegen haben. Oh, fängt die Scheibe noch aus der Luft raus. Kunststückchen hier von Luis Janet, oder ohne Stock die Scheibe fängt. Als der Thurgau, wo der Bulli für sich entscheidet. Schmutz da, schön, der Kloten noch. Stürmer Stolo, der passt jetzt allerdings nicht ganz angekommen. Nochmal hier hat sich Kloten, der auf der Nähe Pfosten probiert. Scheibe liegt auf dem äußeren Netz, kommt jetzt aber wieder frei. Schmutz an die Scheibe, dafür fliegt noch ein Stock. Aber der HC Thurgau macht da hier ziemlich gut in dem dritten Drittel. Ich muss sagen, es ist konstant besser geworden vom ersten zum zweiten zum dritten Drittel aus Sicht der Thurgauer. Die kämpfen hier beherzt, aber eben das ist etwas, was man schon so wusste. Letzte Saison, wie man so gesehen, ist immer dann mal noch ein Drittel, anderthalb Drittel gegangen, bis so ein bisschen der Motor von der Thurgau so richtig in Fahrt gekommen ist. Eigentlich spielt da auch heute Abend, aber ehrlich sagen, wie gesagt, für ein Testspiel beste Unterhaltung. Schuss da aus dem, von der blauen Linie, mehr zu Kloten. Die probieren es jetzt da nochmal
Zürcher die Schlinge, Inger. Noch ein Abschluss, Janet, gut pariert. Und da ist die Scheibe. Deine 2 zu 5, Janet, nach dem Abpraller geschlagen. Niemand, der auf die zweite Scheibe geht. Und somit kann der RC Kloten seine Führung ausbauen. Neuer Spielstand, HC Thurgau 2, EHC Kloten 5. Joel Marchand, Nummer 87 der RC Kloten, der sich hier auch noch in die Torschützenliste einreihen darf. Genauso wie seine Teamkollegen, Doppeltorschütze Tyler Morley, das 3 zu 1 und das 4 zu 1. Dann haben wir den Nico Ojamäki, 1 zu 2 und den Michael Lose, der den 1 zu 1 Ausgleichstreffer geschossen hat. Nochmal einen Abschluss davon. Kloten und wir gehen in die letzten 4 Spielminuten rein, da an dem heutigen Abend, die Janet, die hier entscheiden kann. Für sich behaupten. Mitteilung von der Regie an dieser Stelle für die Zuschauer sind es im Livestream, was uns natürlich sehr freut, dass ihr heute Abend hier mit dabei seid. Da gibt es jetzt auch eine Strafe gegen den HC Thurgau. Goalie fährt hier raus. Und Unterbruch, weil Thurgauer hat es hier verwischt, wo auf die Strafbank muss. Der Eto ist es, Nummer 79, wo hier der Gang Richtung Strafbank muss antreten. Kleine Zwischenfrage an die Regie. Ich habe das Gefühl, die Lieder sind letztes Jahr nicht so dunkel gewesen. Gell, sind heller gewesen? Ja. Ah, alles klar, also, haben mich nicht getäuscht. Die Lieder sind ein Zacken dunkel, natürlich, klar, wahrscheinlich auch wegen der schwarzen Hose, die ja gleich geblieben ist, im Vergleich zur letzten Saison. Sehen die Lieblinge um einiges dunkel aus, muss aber sagen, mit dem präsenten Läu vorne drauf gefällt mir die sehr gut. Das ist jetzt Ansichtssache. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns noch mal kurz aufs Hockey. 3 Minuten haben wir noch im Testspiel und EHC Kloten, wo anderthalb Minuten noch Überzahl hat. 5 Minuten Überzahl hätten wir ja nicht können nutzen. Kloten probiert es jetzt hier nochmal in der Zone von der Thurgauer. Die bringen hier die Scheiben aber super raus. Wir gehen hier die letzten 2 Spielminuten rein in dem Testspiel. Thurgau Defensive, die hier bockstark dagegen hebt. Kloten mit zwei Ideen los. Und wir sehen heute Abend
in der ersten und natürlich im zweiten Drittel beweisen, dass sie uns aber die bessere Mannschaft sind auf dem Eis unten. Infolgedessen auch der Spielstand von 2 zu 5 aus Sicht von der Thurgauer, wo meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt geht. Oh, da riesen Rettungstag vom Hohenstein. Haut da noch den Schläger rein. Super Aktion. Ja, nicht fast schon geschlagen gewesen. Der könnte sich jetzt aber am Boden irgendwie manchmal nicht so. Irgendetwas ist. Hoffen wir jetzt nicht, dass er sich irgendwie noch verletzt hat oder irgendetwas. Auf jeden Fall ist jetzt da schon das zweite Mal, dass er nicht wieder ganz schnell auf den Beinen steht. Man wird gespannt von der Thurgauer Bank übergeschaut, aber es sieht so aus, als würde er die 1,5 Minuten noch umbringen. Aber auf jeden Fall die Rettungstaff vom Hohenstein, die ist Goldberg, sie hätte Schlimmeres verhindert. Janet wäre nämlich geschlagen gewesen, somit blieb es nur bei 2 zu 5. An dem heutigen Dienstagabend und machen da doch dann nochmal schnell den Ausblick. Wie gesagt, das nächste Testspiel ist auch schon bald das wieder da im Livestream oder auch auf YouTube am Freitag. Da können wir ebenfalls nochmal streamen für euch. Genau, Freitag, Zorbig am 7. und 18. August gegen den EHC Olten. Sind Gast heute, Güte, wie gesagt. Und genau, immer ein wichtiger und sehr spannender Gegner, genau in der Quali, in der Regular Season. Und auf jeden Fall auch ein Team, das da in dieser Saison wieder möchte, ihre Ansprüche an die National League geltend machen. Mal schauen, ob es das schaffen. Mal schauen, was da mit den Testen nächste Woche rauskommt. Nächste Woche sage ich schon die Woche am Freitag. Wir können hier auf jeden Fall sind hier schon in den letzten Spielminuten. Ich muss sagen, für das erste wieder kommentierte Spiel haben wir es glaube ich gar nicht so schlecht gemetzelt mit neuer Technik, kleinen Kinderproblemen. Wir haben einen Abschluss auf Manze Thurgau. Und das Schöne natürlich, wir haben einen spannenden Match gesehen zur Abend. Kloten. Grosses Schweizer Hockey-Team, Traditionsverein, kann man definitiv so sagen. Oder heute zu Gast war. Auch schön war, ein paar alte Gesichter wieder zu sehen. Johnny Eng zum Beispiel. Immer schön für das Jahr Testspiel da haben, dass man dann auch noch ein bisschen andere Gegner hat, wie in der Regular Season. Und somit ist das Spiel beendet. Der HC Thurgau verliert 2 zu 5 in dem zweiten Test in der Vorbereitung zur Saison 2024. Zweite Niederlage in Folge nach dem 0-3 gegen Fribourg. Ich kann aber sagen, hier in Heutzabend sind sicher alle auf ihre Kosten gekommen, vor allem auch Zuschauer hier in der Güte, aber halt auch Spieler und Trainer, die aus diesen Spielen, aus diesen wichtigen Spielen eben auch einen Rückschluss ziehen können. Und genau, für den sonnigen oder für den Sommerdienstagabend auf jeden Fall sehr ein nettes Programm gewesen. Mein Name ist Jan Isler, ich verabschiede mich, wir hören uns am Freitag wieder. Danke, dass ihr euch Zeit genommen zugelegt habt. War schön, wenn ihr am Freitag auch wieder mit dabei wäret. In dem Sinne kommt noch gut durch die restliche Woche und schönen Abend und dann gute Nacht. Wir werden Spieler Nummer 21, Sebastian Bengtson.